Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wie ihr neben mir schon erkennen könnt, geht es heute endlich um die dritte und damit letzte Quest von Funke. Nach dieser Quest kann ich sie dann endlich in mein Topal-Versteck reinsetzen. Da habe ich so lange drauf gegeiert und hingearbeitet. Ja, ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten einfach mal mit ihr. Ich habe Neuigkeiten von meinen Freunden. Silbertritt und Jaka versuchen doch, mehr über dieses merkwürdige Augensymbol herauszufinden. Erinnert ihr euch? Ich bin mir nicht sicher, was sie getan haben, aber Silbertritt hat einen Drohbrief von einem Händler aus Bankorei erhalten. Ich mache mir Sorgen. Was stand in dem Brief? Darin stand, dass Jaka und Silbertritt sich in Gefahr begeben, wenn sie nach Lied suchten. Und dass sie vorsichtig sein sollten. Die Formulierungen sind freundlich gehalten, aber auf eine Art und Weise, bei der man sich sicher sein kann, dass die Nachricht dahinter es nicht ist. Was wollt ihr nun tun? Der Mann, der den Brief schrieb, heißt Isbat. Ich schlage vor, wir statten ihm einen Besuch ab und finden heraus, worum es bei dieser Sache geht. Ich will nicht riskieren, dass Jaka oder Silbertritt etwas zustößt. Wir können deutlich besser mit Gefahren umgehen. Isbat ist in Bankorei. Kommt ihr mit? Nun gut, reden wir also mit Isbat in Bankorei. In diesem Brief steht, dass wir Isbat beim Gasthaus zum Ankerplatz in Immerfort finden. Ich glaube, er rechnet mit Jaka und Silbertritt. Also verscheuchen wir ihn hoffentlich nicht. Wenn er etwas über Lied weiß, dann müssen wir mit ihm reden. Gehen wir! Ja, und bevor wir gehen, zeige ich euch das noch ganz kurz. Nämlich hier an dieser Stelle habe ich jetzt die letzte Quest bekommen. Funke liebt es, wie viel aufregender ihr Leben macht. Ist doch irgendwie süß geschrieben. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal nach Bankorei. Immerfort war hier oben. Ich glaube aber, ich poppe mich lieber dahin. Ich weiß nicht warum, aber ich finde es irgendwie komplizierter, von der anderen Seite da reinzukommen. Hallo, Tier, bist du doof? Du springst doch sonst immer richtig hier rüber. Was ist denn heute los? Aber ich stehe auch sehr nah dran, das habe ich normalerweise nicht. Ich liebe Städte. Sie haben diesen... Der Rotwardone, dort muss unser Händler Isbat sein. Händler und mir wachsen gleich Schuppen. Ah, ich hatte schon vermutet, dass es mein Brief irgendwie zu euch und eurer Freundin schafft. Ich bin Isbat. Entschuldigt das Täuschungsmanöver, aber ich bin nicht wirklich ein Händler. König Faharajats Ziele decken sich zufällig mit den euren. Was haltet ihr von einer Partnerschaft? König Faharajat sucht nach Lied? Kann man so sagen. Die junge Frau, nach der ihr sucht, ist die Erbin einer Familie, die einer äußerst mächtigen und gefährlichen Organisation vorsteht, die man das Smaragdauge nennt. Der König möchte dem Smaragdauge zum Wohle von Alikr ein Ende machen, aber bisher ohne Erfolg. Und was braucht ihr von uns? Wir suchen beide dieselbe Frau, wenngleich aus unterschiedlichen Gründen. Aber ihr habt einen Vorteil. Ihr steht nicht in Diensten des Königs. Wir wissen von einem entfremdeten Onkel besagter Familie, der in Alikr wohnt. Aber er weigert sich, mit uns zu sprechen. Ihr wollt, dass wir mit diesem entfremdeten Onkel sprechen? So ist es. Er heißt Azamel. Soweit wir wissen, ist er nicht mehr Teil des Familienunternehmens, aber wahrscheinlich hat er dennoch wertvolle Informationen. Geht nach Schildwacht und bringt ihn dazu, mit euch zu sprechen. Wahrscheinlich findet ihr ihn in einem Gasthaus. Doch seid vorsichtig. Werdet ihr Lied etwas antun? Wie können wir euch vertrauen? Das hängt davon ab, ob sie aus eigenen Stücken an den Machenschaften des Smaragdauges mitwirkt. Allerdings weisen unsere bisherigen Informationen nicht darauf hin. Sollte sie nicht freiwillig in die Machenschaften verstrickt sein, wird der König sie beschützen. Darauf gebe ich euch mein Wort. Und wenn sie freiwillig in die Machenschaften verstrickt ist? Dann hoffe ich sehr, dass wir uns auf zivilisierte Weise unterhalten können, bis beide Parteien zufrieden sind. Aber all das ist unerheblich, solange wir sie nicht finden. Eure Freunde Jaka und Silbertritt hatten nicht das Zeug dazu. Ihr jedoch seid aus anderem Holz geschnitzt.
Warum habt ihr Jaka und Silbertritt mit dem Brief bedroht? Das tut mir leid. Es war nie meine Absicht zu drohen. Ich wollte nur die unmittelbare Gefahr betonen, in die ihr und eure Freunde euch begebt, wenn ihr euch dem Smaragdauge nähert. Wer sich mit dieser Familie anlegt, spielt mit dem Tod. Was könnt ihr mir sonst noch über das Smaragdauge erzählen? Wir wissen frustrierend wenig über die eigentliche Organisation. Sie sind mächtig, reich und sie beteiligen sich an unzähligen illegalen Aktivitäten. Es gibt viele Gerüchte darüber, wie sie zu ihrer Macht kamen, aber am weitesten verbreitet sind die über ein Relikt. Ein Relikt? Ja, eines, das möglicherweise magischer Natur ist. Das bereitet dem König am meisten Sorgen. Sie haben eine Menge unkontrollierter Macht. Und wenn sie diese durch Rituale und dunkle Magie erlangt haben, dann könnte es noch schwieriger sein, sie auszumerzen. Ich dachte, ich kannte Lied so gut, als wir noch in Himmelswacht waren. Aber ich ahnte gar nicht, dass sie aus einer solch mächtigen Familie stammt. Ich dachte schon immer, dass sie wohl aus reichem Hause kommt. Aber sie hat das Smaragdauge überhaupt nie erwähnt. Dann müssen wir wohl mit diesem Onkel reden. Was haltet ihr vom Smaragdauge? Ich bin mir nicht sicher. Klingt nach einer üblen Truppe. Und welche Familie entführt bitte ihr eigenes Kind? Lied ist damals sicher nicht grundlos weggelaufen. Aber was, wenn ich falsch liege? Was, wenn sie tatsächlich freiwillig mitmacht und sie nicht mehr die ist, die ich einst kannte? Und was sagen wir König Fahadjad, wenn dem tatsächlich so ist? Ich weiß es nicht. Ich muss nachdenken. Das alles ergibt für mich keinen Sinn. Ich will sie einfach nur finden. Um alles andere kümmere ich mich später. Reden wir mit Azamel in Schildwacht. Mal sehen, was er uns sagen kann. Habt ihr Zweifel daran, dass wir Lied finden sollten? Nein, absolut nicht. Was auch immer es mit ihr und ihrer Familie auf sich hat, ändert meine Gefühle nicht. Sie war meine Freundin. Sie liegt mir am Herzen. Ich weiß, dass Jaka und Silbertritt das auch so sehen. Außerdem fällt es mir noch immer schwer zu glauben, dass Lied gefährlich sein könnte. Wieso das? Lied hatte eine sanfte Seele. Wir anderen wussten mehr darüber, wie man überlebt, aber das machte uns hart, rau. Lied war da anders. Sie war sicher nicht schwach, aber wir alle passten auf sie auf. Sie war leidenschaftlich unabhängig, aber sie hatte nicht diese Dunkelheit in sich. Okay. Ja, dann würde ich sagen, dass ich mich jetzt mal zum Zielort aufmache und dass wir uns dann gleich dort wiedersehen. Bis gleich. So, jetzt sind wir in der Alika-Wüste. Entfremdetes Familienmitglied. Verstoßen. Wahrscheinlich verbittert. Jede Wette, dass... Da drüben, betrunken aussehender Pinkel. Das ist garantiert unser Mann. Pinkel? Verschwindet, wenn ihr nicht hier seid, um mir einen auszugeben. Seid ihr Azamel? Wir suchen nach einer Frau, die sich Lied nennt. Ich hab keine Ahnung, wer ihr seid oder wovon ihr sprecht. Lasst mich in Ruhe. Tretet zurück und folgt mir dann. Unauffällig. Okay. Dann machen wir das doch mal. Völlig unauffällig folgen wir dem Kerl. Komm mit, Funke. Mal sehen, wo er uns hinführt. Ich meine, wir dürfen hier entlang laufen, ne? Also ich meine, das ist ja eine große Stadt. Schauen uns mal die Märkte da unten so ein bisschen an. Ich will jetzt nicht zu nah ran. Hm?
der jetzt hin? Ich muss zwischendurch immer mal einen Schluck trinken, falls ich mal nichts sage, weil ich irgendwie einen ganz kratzigen Hals heute Morgen habe und eigentlich nicht so viel reden dürfte. Fischkäse, das wird langsam albern. Ja, irgendwie schon. aber ich musste natürlich unbedingt die Quest von Funke aufnehmen. Dieser wunderschöne Himmel. Wunderschöne Himmel, ja, genau. Wir sind hier mitten in der Wüste, überall kommt der Wüstensand daher. Aber es ist ein wunderschöner Himmel. Anscheinend hat irgendeine Schatzjägerin die Übelwassermine geplündert. Gut für sie. Okay, lass mich raten, er geht in den Untergrund. Der ist nämlich, meine ich, da vorne. Hier entlang. Oh, wenn wir jetzt gerade schon mal hier sind, dann können wir auch noch mal kurz die Pflanzen mitnehmen. Ist er jetzt hier reingelaufen? Ja, doch, da ist ja das Zeichen. Meint ihr, dass hier drin jemand mit mir Arm drücken möchte? Müssen wir ihm jetzt immer noch folgen oder kann ich jetzt einfach hinterherlaufen? Eigentlich im Gesetzesunterschlupf ist ja egal, ne? Ich werde mal ein bisschen schneller gehen. Das Smaragdauge hat viele Handlanger einen Schildwacht. Aber hier unten können wir freisprechen. Ich wusste, wer ihr seid, als ich Funke sah. Lied beschrieb sie in ihren Erzählungen perfekt. Entschuldigt die Geheimniskrämerei, aber wenn ihr etwas über das Smaragdauge wisst, dann versteht ihr, warum es sein muss. Wie viel wisst ihr bereits? Wir wissen, dass die Familie von Lied dem Smaragdauge vorsteht. Hä? Dem Smaragdauge vorsteht? Und wir haben von einem Ritual gehört. Erlaubt mir, euch das zu erklären. Das Smaragdauge erlangte seine Macht, nachdem unsere Ahnen ein uraltes Relikt in der Wüste fanden. Das Relikt gewährt den Frauen unserer Familie mächtige Visionen. Diese Visionen sind der Schlüssel zum Reichtum und Einfluss der Organisation. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstehe. Die meisten wirken freiwillig mit, aber Lied wird gezwungen, mit dem Relikt zu kommunizieren. Die Visionen entziehen dem Gefäß ohnehin Lebenskraft, aber jene, die sich dagegen wehren, leiden enorm. Die Familie profitiert von ihren Qualen und hält sie gefangen, um ihren Vorteil zu sichern. Wir müssen sie finden. Wo ist sie? Da bin ich mir nicht sicher. Das Smaragdauge bleibt nie lange an einem Fleck, damit man es nicht findet. Aber ich kenne die Position ihres letzten bekannten Lagers am östlichen Hort. Hier, ich markiere den Ort auf eurer Karte. Selbst wenn das Auge weitergezogen ist, könntet ihr dort noch Hinweise finden. Wenn ihr all das wusstet, warum habt ihr dann nicht selbst versucht, Lied zu befreien? Was soll ich sagen? Ich bin ein Egoist. Mir liegt an meinem Leben. Als Lied zum Smaragdauge zurückkehrte, wurde sie der wertvollste Besitz der Organisation, abgesehen vom Relikt selbst. Es wäre Selbstmord gewesen, wenn ich versucht hätte, sie aus ihrer Gewalt zu befreien. Und ihr meint, wenn ich und Funke das versuchen, sieht es anders aus? Sonst hätte ich nicht mit euch gesprochen. Ihr scheint mir eindeutig fähig genug. Und als Lied von ihrer Freundin Funke sprach, erwähnte sie deren Einfallsreichtum. Ich zweifle nicht im geringsten daran, dass ihr beide mehr Erfolg haben werdet als ich. Hat Lied von ihren anderen Freunden gesprochen? Ausführlich. Ihr Vater bestraft sie, wenn sie von ihnen spricht. Aber als ich noch in der Gunst der Familie stand, hörte ich ihr zu. Ich weiß alles über den sanften Jaka und die streitlustige Silbertritt. Offenbar haben sie sie besser behandelt, als ihre eigene Familie dies je tat. Was könnt ihr mir sonst noch über dieses Relikt erzählen? Über die Generationen wurden merkwürdige Schriften über seinen Ursprung weitergegeben, aber dennoch weiß man kaum Genaueres. Ich weiß nur, dass es meine Schwester getötet hat und vor ihr meine Mutter. Und dass es irgendwann Lied töten wird, wenn ihr sie nicht rettet. Was passiert bei diesen Visionen? Es beginnt mit einem Ritual.
Ich war noch nie selbst dabei, aber ich habe gehört, dass das Relikt so mächtig ist, dass es den Körper des Gefäßes übernehmen kann. Während dieses Vorgangs erlebt das Gefäß eine Vision. Meine Schwester machte mich mit solchen Visionen zu einem sehr reichen Mann. Warum tötet dieser Vorgang das Gefäß? Ein sterblicher Körper ist nicht für so etwas gemacht. Wer das Ritual freiwillig erträgt, wie meine Schwester es tat, kann Jahre durchhalten, bis es zu viel wird. Aber das Ergebnis ist immer dasselbe. Die Visionen rauben ihnen ihr Licht und ihre Lebenskraft, bis sie völlig verbraucht sind. Funke! Die Familie von Lied hat sie also nicht nur entführt, sondern sie taten es, damit sie mit einem gruseligen Relikt kommunizieren kann, damit die Familie noch mächtiger wird? Diese Smaragdauge-Mistkerle! Wir müssen sie aus ihren Klauen befreien! Das Smaragdauge könnte sich wehren. Ich hoffe, dass sie es versuchen. Ich konnte Jaka nicht davor bewahren, kämpfen zu müssen. Und Silbertritt nicht davor, eine Vampirin zu werden. Aber ich will verdammt sein, wenn ich Lied nicht vor ihrem Schicksal rette. Wir müssen zu diesem Lager des Smaragdauges. Und zwar sofort. Gehen wir. Hey, hier drüben. Silbertritt? Ich wusste, dass ihr uns folgen würdet. Jaka und ich sind euch und Funke gefolgt. Mit seinem Geruchssinn und meinen scharfen Augen sind wir richtig gute Spurenleser. Funke meinte, wir sollen zu Hause bleiben, aber wir konnten euch beide doch nicht allein losziehen lassen. Lied ist auch unsere Freundin. Wir haben brauchbare Hinweise zu Lied. Eine Gruppe namens Smaragdauge ist involviert. Smaragdauge? Dann muss das deren Symbol gewesen sein, das ich auf den Briefen sah, bevor wir entführt wurden. Ihr und Funke findet sicher heraus, was hier vor sich geht. Jaka und ich folgen euch für den Fall, dass ihr Hilfe braucht. Aber das Kämpfen überlassen wir euch. Na danke. Wo ist Jaka? Er ist hier irgendwo. Entweder er döst oder er meditiert. Für eine so große Katze ist er erstaunlich gut darin, nicht aufzufallen. Sein Gesundheitszustand macht große Fortschritte. Ich musste kein bisschen langsamer gehen, er konnte gut mithalten. Hattet ihr Probleme, während ihr uns gefolgt seid? Nein, aber wir können auch gut auf uns selbst aufpassen. Und auch wenn dem nicht so wäre, gibt es nicht viele, die sich unbedingt mit einem Pamar und einer Vampirin anlegen wollen. Die meisten Leute machen einen großen Bogen um uns, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Macht euch um uns keine Sorgen. Funke und ich werden das Lager des Smaragdauges aufsuchen. Jaka und ich bleiben in der Nähe. Okay. Dann los, Funke. So wie ich es verstanden habe, ist das ja auch hier in der Wüste. An einem solchen Ort kann man sich im Nu verlaufen. Deswegen mag ich Städte wohl auch so gern. Moment, da oben. Nee, Zimmer der Sande. Hm. Zeigt er mir nur wieder nicht an. Okay, also da, wo das Auge ist. Das heißt, wir müssten einmal dahin porten. Das geht natürlich wesentlich schneller. Ich glaube, das war das. Nee, das war das andere Auge, oder? Halt, stopp. Das war das andere Auge. Und da unten der Anker ist, glaube ich, sind wir hierdurch schneller. Ich weiß, ich hab's gesehen, aber ich wollte jetzt... Scheiße. Ich wollte jetzt nicht extra zurücklaufen, wollte ich gerade sagen, um das Ganze einzusammeln. Aber ich kann auch die guten Sachen, die auf dem Weg liegen, die ich auch brauche, kann ich doch nicht einfach so sehen. Den Runenstein hatte ich zuerst gar nicht gesehen. So, Moment. Da steht aber höher. Das heißt... Ja, was heißt das jetzt? Da komme ich gar nicht höher, oder? Doch. Hier sind wir richtig. Sehen wir uns nach Hinweisen auf Lied um. Ich kann gerade leider keine Hinweise machen. Tut mir leid, Funke. Ich muss mal eben diese Truhe holen. Und habe keine Ahnung, was erspäht. Und ich dachte eigentlich, das wäre jetzt hier oben. Ist jetzt richtig?
Ja, okay. Wie viel Leben hat der hier bitte? Was habt ihr herausgefunden? Das weiß ich nicht, weil das automatisch immer schließt. Funke, wo bist du? Ihr habt etwas gefunden. Was steht da drin? Vielleicht etwas über Lied? Sie halten Lied an einem Ort fest, der Nekropole Motalion genannt wird. Lasst mal sehen. Oh, gut. Da ist eine Karte. Nie von dem Ort gehört, aber Nekropole klingt übel. Offenbar müssen wir eine Grabtür finden, die sich von den anderen unterscheidet. Wie geht es jetzt weiter, Funke? Ich würde sagen, wir gehen zur Nekropole Motalion, schlagen uns einen Weg hinein frei, sorgen dafür, dass diese Smaragdauge-Mistkerle sich wünschten, tot zu sein, und retten Lied. Das wäre zumindest grob der Plan. Klingt gut? Gut. Dann machen wir das so. Okay. Habe ich nichts gegen. Freunde, konntet ihr etwas herausfinden? Und los geht es! Ich hatte mich schon gefragt, wann ich euch wohl sehe, Großer. Geht, findet unsere kleine Lied. Wir haben herausgefunden, dass das Smaragdauge-Lied an einen Ort namens Nekropole Motalion festhält. Das ist gut, oder? Dann seid ihr ja fast am Ziel. Jakar macht sich Sorgen um die sanfte Lied. Dieser hofft, dass ihr in der Nekropole Motalion Antworten findet. Ist Silbertritt in der Nähe? Sie musste Nahrung suchen. Sie kommt bald zu Jakar zurück. Dieser spürt ihre Sorge. Silbertritt versucht, sie zu verbergen, aber dieser kennt sie zu gut. Sie ist rastlos und das wird sich erst ändern, wenn Lied gefunden wurde. Das könnte gefährlich werden. Oh, keine Sorge. Jakar ist noch nicht wieder gesund genug für echte Kämpfe. Silbertritt hat ihm bereits gesagt, dass wir euch nicht in die Quere kommen sollen. Wir überlassen alle Konflikte euch und Funke. Ihr seid beide äußerst fähig. Aber wir sind in der Nähe, falls ihr uns braucht. Funke und ich brechen zur Nekropole Motalion auf. Silbertritt kommt bald nach. Wir folgen euch zu dieser Nekropole. Seid vorsichtig, ihr beiden. Immer. Wieso wird mir eigentlich nichts von dem hier angezeigt? Ja, dafür müssten wir jetzt aber erstmal wissen, wo es lang geht. Und zwar... Ach, das ist, wo die ganzen Zombies sind. Okay, verstehe. Dann werden wir doch mal dahin porten. Ich wollte gerade sagen, das ist doch kein Anker hier. Aber das sind die Portale, also die möglichen Portalstellen, die der mal anzeigt. Gut, wir müssen dahin. Gut, dass ich das alles schon vor Jahren durchgequestet habe. Sind die nämlich alle gelb hier? Die Zombies leider nicht. Muss man auch dabei erwähnen. Wir müssen ein Grabmal finden, das sich von den anderen unterscheidet. Von den anderen unterscheidet. Ich mache hier jetzt mal wieder alles an, weil dann sehe ich nämlich die Zombies. Mutter aller Fischkekse, seht euch diesen Ort an. Das ist höher. Ja, wie kommen wir da hin? Funke, wie kommen wir da hin? Ja, toll. Gibt es hier sowas wie einen versteckten Eingang oder sowas? Kann ich mit dir reden? Laut dem Tagebuch, das wir im Lager des Smaragdauges fanden, ist der Eingang in die Nekropole Motalion ein Grabmal, das sich von den anderen unterscheidet. Haltet also die Augen offen. Es wäre hilfreich, wenn die Tür mit einem großen, leuchtenden Auge markiert wäre. Aber das ist wohl zu viel erwartet. Das ist ja toll. Ich weiß ja, wo sie ist. Da oben müssen wir rein. Aber wie sollen wir da reinkommen? Das ist jetzt die Frage. Ich weiß jetzt auch nicht, ob man jetzt hier irgendwie reinkommen könnte.
Da gibt es, soweit ich weiß, doch keinen Eingang für. Kann man da oben drüber? Aber dann kommt man hier vorne nicht rüber, ne? Das ist jetzt ein Rätsel, wo ich jetzt nicht drauf eingestellt war. Ich kenne mich hier auch überhaupt nicht aus, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie noch einen anderen Eingang gibt oder sowas. Ich kann ja nicht sein, dass ich da von ganz hinten rein muss. Da ist, glaube ich, auch kein Eingang mehr. Ja. Da sind nur die Säulen. Seht, das Grab mal hier. Das muss es sein. Ich habe gerade ernsthaft noch ein Grab mal mit großen grünen Augen Ausschau gehalten, aber... Vater, bitte tut das nicht! Wehrt euch nicht, Matilla. Ihr macht es nur schlimmer. Lief! Das mal. Nein! Funke, nein! Helft mir. Nur ein Funke, ihr müsst die Eindämmungszauber zerstören! Bitte helft mir! Was, wie? Wir werden mit dem Relikt kommunizieren. Das sind sicher die, die wir für Lee zerstören sollen. Perfekt! Wir kommen, Lee. Wir helfen dir. Guten Tag. Gut gemacht, das wäre erledigt. Ja, noch nicht ganz. Einer fehlt noch. Dieses seltsame Licht hat Lied in diesen Raum gezerrt. Wir müssen sie retten. Durch die... Haltet durch, Lied! Wir kommen! Wir kommen! Tavar, rette mich! Es tut weh! Bitte, es tut so weh! Das muss das Relikt sein. Es tut ihr weh! Wir müssen es zerstören! Lied, alles in Ordnung? Wir hörten Kampfgeräusche und konnten nicht anders. Alles gut? Funke? Jaka? Ihr lebt? Wie kommt ihr hierher? Vergesst mich nicht, ich war kurz davor, alle Hoffnungen aufzugeben. Dann sah ich Funke wieder, meine verschollene Schwester, in meiner Stunde der Not. Und jetzt meine Freunde. Der große Vater segnet mich wahrlich mit seinem Blick. Und da dieses böse Relikt nun zerstört ist, bin ich frei. Freier als je zuvor. Seid ihr verletzt? Nein, mir geht es gut. Ich bin nur müde, danke. Aber verratet mir bitte, wie habt ihr mich gefunden? Nach all der Zeit? Ich sah Funke das letzte Mal an dem Tag, als die Söldner mich, Silbertritt und Jaka entführten. Ich befürchtete, meine Freunde nie wiederzusehen. Und schon gar nicht hier. Funke sucht schon sehr lange nach euch allen. Wirklich? Ich bin schier ertrunken vor Trauer beim Gedanken daran, dass meine Familie ihnen etwas angetan hat, als sie mich unter ihre Kontrolle brachten. Funke, Silbertritt und Jaka lagen mir mehr am Herzen als irgendetwas sonst. Ich habe über die Jahre viele Male versucht zu fliehen, in der Hoffnung, sie zu finden. Stellt das Smaragdauge noch eine Gefahr für euch dar? Nein. Ihr habt dafür gesorgt, dass das furchtbare Vermächtnis des Smaragdauges im Sande verlaufen wird. Ohne ihr wertvolles Relikt kann meine Familie nichts mehr mit mir anfangen. Ich kann jetzt mein eigenes Leben leben und wieder zu meinen Freunden gehen. Es gibt sicher vieles, worüber wir reden müssen. Da bin ich mir sicher. Meine verräterische Familie wird zerfallen. Und ich bin frei. Meine Freunde sind am Leben und die Zukunft erblüht wie eine Blume vor mir. Bitte, besprecht alles Nötige mit Funke, während ich mich sammle. Sie möchte sicher mit euch reden. Ja, aber ich muss noch ein paar Fragen loswerden. Was hat dieses Relikt eigentlich bewirkt? Das Smaragdauge wurde vor Ewigkeiten entdeckt. Es brachte unserer Familie Reichtum und Macht durch Visionen. Aber nur die Frauen der Familie konnten diese Visionen sehen. Und nur, indem sie mit dem Auge kommunizierten.
Dann nahm das Auge immer mehr, bis nichts mehr übrig war. Seid ihr deswegen damals nach Himmelswacht weggelaufen? Ja. Ich lief weg, als ich die Wahrheit erfuhr und mit ansehen musste, wie meine Mutter dem Auge verfiel. Es war grauenhaft, ihren Verfall zu beobachten. Damit wollte ich nichts zu tun haben. Aber meine Familie bestand darauf. Also lief ich weg. Ich hatte Glück, meine Freunde zu finden. Wenn auch nur kurz. Was wird jetzt aus dem Smaragdauge werden? Ohne das Relikt wird meine Familie es schwer haben, sich an ihre Macht zu klammern. Mit der Zeit wird ihr Reichtum schwinden und sie werden untergehen, da bin ich mir sicher. Ohne meinen Vater hat das Smaragdauge keinen Anführer mehr. Ich gehe davon aus, dass die Organisation sich mit der Zeit auflösen wird. Seid ihr in Gefahr? König Faharajats Leute suchen nach euch und dem Smaragdauge. Das hatte mein Vater schon befürchtet. Aber jetzt, da das Smaragdauge seine Machtquelle verloren hat, wird der König sein Interesse an meiner Familie wohl verlieren. Was mich anbelangt, werde ich persönlich mit ihm sprechen, wenn er mich aufsucht, und ihm versichern, dass das Smaragdauge Geschichte ist. Was werdet ihr tun, sobald wir von hier entkommen sind? Ich weiß nicht. Bis jetzt war Freiheit nicht mehr als ein vergessener Traum für mich. Jetzt gibt es Möglichkeiten. Und dank euch sind meine Freunde hier, um mir zu helfen. So albern das auch sein mag, ich will vor allem einfach nur in ihrer Nähe sein. Mir ist es egal, wohin wir gehen. Ihr solltet wissen, dass König Faharajat geschworen hat, euch zu beschützen, sollte das nötig sein. Wirklich? Es war wohl nur eine Frage der Zeit, bis der König den Aktivitäten des Smaragdauges nachgehen musste. Ich bin ihm für sein Angebot dankbar. Ich glaube nicht, dass es nötig ist. Aber vielleicht könnte ich ja dennoch mit ihm darüber reden, dass die letzten Überreste der Organisation ausgemerzt werden müssen. Können wir die nicht auch ins Haus stellen? Ich finde die cool. Funke! Zum ersten Mal seit Jahren kann ich wirklich frei atmen. Ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll. Es gibt so viel, was ich meinen Freunden sagen will. So viel, das ich ihnen erzählen möchte. Sie haben so viel durchgemacht. Und ich wohl auch. Stimmt etwas nicht? Nein, alles in Ordnung. Ich denke nur nach. Ich trage diese Schuld und Angst schon so lange mit mir herum. Sie endlich loszuwerden, fühlt sich merkwürdig an. Gut, aber merkwürdig. Ich glaube, ich muss mit meiner Vergangenheit ins Reine kommen, bevor ich nach vorn blicken kann. Ich fühle mich, als würde sich ein Nebel lichten. Freut mich, das zu hören, Funke. Ich wusste damals schon in Tor Dreijoch, dass ihr etwas Besonderes seid. Aber ich hätte nie geahnt, dass ihr mir helfen würdet, die Bruchstücke meiner Vergangenheit wieder zusammenzufügen. Ihr habt mich mit meinen Freunden wieder vereint und seid jemand geworden, dem ich vertraue. Und das ist eine echte Leistung. Danke. Gern geschehen. Ihr habt dabei geholfen, Lied zu retten und meine Familie wieder zu vereinen. Mein Herz ist so leicht wie seit Jahren nicht mehr. Ich will nicht rührselig werden, aber ihr wisst gar nicht, wie glücklich ich bin, dass ihr Teil meines Lebens seid. Es ist eine Ehre, an eurer Seite Abenteuer erleben zu dürfen. Bitte, nehmt das hier. Nehmt das hier. Und dann kriegen wir sie als Einrichtung. Ah, ich bin so happy darüber. Allerdings, die Klamotten sehen ein bisschen seltsam aus. Ich fühle mich wieder wie ein Kind, das sich nach dem nächsten Abenteuer sehnt und sich fragt, in welchen Ärger man sich wohl als nächstes stürzt. Immer froh um die Freunde an seiner Seite. Jetzt, da das Rätsel gelöst ist, fühle ich mich, als könnte ich es mit ganz Tamriel aufnehmen. Nichts hält mich jetzt noch auf. Ja, ich war gerade am Gucken, aber sonst will keiner mehr von denen mit mir sprechen. Okay.
Ja, ich bin sehr, sehr happy, dass ich Funke jetzt endlich fürs Haus habe. Auch wenn das eingetreten ist, was ich befürchtet hatte. Nämlich, dass die Kleidung wieder anscheinend sehr doof aussieht. Und sie soll ja in eine sehr warme Umgebung kommen. Und das sah mir doch nach sehr langen Klamotten aus. Aber mal gucken, wie es aussieht. Ich werde gleich mal ins Haus potten. Ja, bei euch bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann! Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.